Als meine Eltern mich in das Camp in Sinners Creek schickten, in dem ich dem reinen Bösen begegnete, war ich noch nicht ganz volljährig. Deshalb konnte ich mich auch nicht gegen diese schwachsinnige Entscheidung wehren. Ich war viel zu alt für so ein Feriencamp, aber meine Eltern fanden es gut. Sie haben sich mit den Eltern von meinen Freunden Janine und Mike abgesprochen. Alle sechs waren der Meinung, dass wir drei viel zu viel Zeit vor dem Computer verbrachten. Wir drei waren die Gildenleitung der World of Warcraft-Gilde Loot Lords und waren demnach verpflichtet, regelmäßig online zu kommen. Ich fand, es war unsere Sache, was wir in unserer Freizeit trieben, und wollte das Camp boykottieren. Mein Vater war jedoch schlau genug, das einzige Druckmittel zu finden, das bei mir wirkte. Er stöpselte unseren Router aus und ich stand ohne Internet da. Ich habe nicht nur unseren Gildenchat-Abend verpasst, sondern auch unseren Raid-Abend. Und da bin ich eben eingeknickt. Ich habe ihm versprochen, ins Camp zu gehen und mir dort Mühe zu geben, neue Freunde zu finden. Als nächstes überredete ich Janine und Mike, ebenfalls mitzukommen, damit ich am Ende nicht alleine dastand. Das wäre ja furchtbar. Ihr müsst verstehen, dass es einen Grund hat, warum ich nicht gerne rausgehe. Ich fühle mich unter Menschen nicht wohl. Vor allem nicht unter Menschen, die ich nicht kenne. Ohne meine einzigen beiden Freunde dort aufzutauchen und all die fremden Augen auf mir zu spüren, wäre das absolute Grauen. Das dachte ich zumindest, bis ich tatsächlich auf das absolute Grauen traf. Doch dazu kommen wir später. Mein Unvermögen, mich in soziale Strukturen einzufügen, war auch zu Hause das Streitthema Nummer eins. Mein Vater war so extrovertiert, wie es nur ging. Er war Quarterback in seinem Highschool-Team, hatte in seiner Firma eine tolle Position, wo er ständig Vorträge vor Hunderten von Leuten hielt und jeder liebte ihn. Also so ziemlich das Gegenteil von mir. Meistens sagte er nichts, doch ich konnte die Enttäuschung in seinen Blicken sehen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er sich für mich schämte. Wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich ihn nie sagen hören, er wäre stolz auf mich oder etwas Ähnliches. Er wollte immer, dass ich zeige, dass ich ein richtiger Mann wäre. Jedenfalls wollte ich mir dieses Camp, das ich Camp Schwarzer Fluss nannte, mal online ansehen, fand jedoch nichts. Weder eine Website, noch Bewertungen oder Berichte auf irgendwelchen Plattformen wie Facebook oder YouTube. Das kam mir schon ein wenig seltsam vor. Wo kriegten die dann ihre Kunden her, wenn niemand eine Website oder zumindest Telefonnummer finden konnte? Ist ja auch egal, dachte ich mir. Wenn Mike und Janine mitkamen, würde ich das da schon irgendwie überleben. Ich wusste ja, dass ganz Sinners Creek seltsam war. Man fand unsere Stadt ja nicht mal bei Google Maps, wenn man von außerhalb herkommen wollte. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich das Sommercamp nicht finden konnte. Um mich etwas von dem blöden Camp abzulenken, sah ich mir auf der Facebook-Seite eines Nachrichtenmagazins ein paar Beiträge an. Das Benzin sollte wieder teurer werden. Irgendjemand startete wieder einen dämlichen Krieg und ein paar Leute demonstrierten für die Umwelt oder so. Der gleiche Blödsinn wie immer. Doch ein Beitrag hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Es ging um eine Insel, die vor einigen Jahren auf mysteriöse Weise im Meer versunken ist. Sie nannte sich Haven's Rock. Laut der Überschrift wollte man demnächst versuchen, die Insel wieder zu besiedeln. Ich verstand nicht, wie das möglich sein sollte, da das meiste von ihr schließlich nicht mehr existierte. Das Bild zum Beitrag war ein gut gekleideter Reporter mittleren Alters, der eine ältere Frau interviewte. Anscheinend war sie die Vorsitzende eines Gemeinderates oder so und dafür verantwortlich,
dass man Havens Rock wieder besiedeln wollte. Sie lächelte in die Kamera, doch irgendetwas an ihrem Lächeln gefiel mir nicht. Es sah falsch aus, wie das Lächeln einer Hexe, kurz bevor sie dich fressen will. Daraufhin legte ich mein Handy beiseite und loggte mich in World of Warcraft ein. Ich ging erst gegen 2:30 Uhr nachts schlafen, weil ich noch ein paar Charaktere aufgelevelt habe und hatte irgendwie ein seltsames Gefühl. Als ich schließlich das Licht ausmachte und allein in meinem Zimmer lag. Zwar schaffte ich es irgendwann einzuschlafen, doch meine Träume waren nicht gerade angenehm. Ich träumte von einem dichten, dunklen Wald. Aus einem Grund, der mir nicht bekannt war, rannte ich durch ihn hindurch und sah ständig hinter mich und nach rechts und links. Es kam mir vor, als würde ich verfolgt werden, als wäre ich umzingelt, doch ich wusste nicht wovon. Dann sah ich etwas genauer hin. Da war nur Dunkelheit. Doch wenn ich ehrlich war, gab es einige Bereiche, wo diese Dunkelheit intensiver war. Eine tiefe Schwärze. Es waren schwebende Figuren, ohne Gliedmaßen und ohne Gesicht. Einfach nur schwarze, schwebende Gespenster. Und sie wollten mich. Als ich das realisierte, wachte ich schweißgebadet auf. Ich brauchte erst mal einige Minuten, um zu verstehen, was gerade geschehen war. Selbstverständlich hatte ich vorher schon mal Albträume gehabt, wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auch. Doch das hier war anders. Auch eine halbe Stunde später ließ das Gefühl, von dunklen Mächten verfolgt zu werden, nicht nach. Ich hatte das Gefühl, dass sich eine dunkle Wolke über mein ganzes Leben gezogen hatte. Damals dachte ich, es wäre meine Nervosität gewesen. Es war der erste Samstag der Sommerferien und heute würden wir ins Camp fahren müssen. Heute wünschte ich mir, ich hätte auf meine Instinkte gehört. Ich ging also duschen, zog mich an und frühstückte etwas. Tatsächlich war ich ziemlich überrascht, als es gegen 11 Uhr vormittags bei uns klingelte. Obwohl ich nach meiner Mutter und meinem Vater rief, kam keiner von ihnen herunter, um zu öffnen. Also blieb es an mir hängen. Was soll ich sagen? Ich mochte wirklich keine anderen Menschen. Umso erleichterter war ich, dass ich Janine sah, als ich die Türe öffnete. Zuerst war ich überrascht, doch dann sagte sie, dass ihre Eltern gesagt hätten, sie solle zu mir gehen und wir würden gemeinsam ins Camp fahren. Mike kam eine halbe Stunde später und erzählte mir das Gleiche. Wahrscheinlich hatte mein Vater sich freiwillig bereit erklärt, uns dorthin zu fahren, dachte ich mir. Er wollte wohl sicher gehen, dass ich wirklich im Camp ankam. Das sah ihm ähnlich. Während Mike und Janine auf der Couch saßen und sich die neuesten Patchdaten von WoW ansahen, fragte ich mich, wo meine Eltern eigentlich steckten. Ich hatte sie den ganzen Morgen weder gesehen noch gehört. Ich sah oben in ihrem Schlafzimmer nach, doch da waren sie nicht. Nachdem ich das ganze Haus abgesucht hatte, blieb nur noch die Garage übrig, die durch einen kurzen Gang mit unserem Haus verbunden war. Als ich diesen betrat, hörte ich bereits die Geräusche. Das Gemurmel klang erst unverständlich, hatte aber einen bestimmten Rhythmus. Der Gang war nur recht kurz, weshalb wir keine Lampe installiert hatten. Dadurch war es etwas schummrig. So war es mir möglich, das Licht zu sehen, das unter dem Türspalt hindurch schien. Es war nicht stetig, so wie das der Deckenlampe in der Garage, sondern eher flackernd. Wieso zur Hölle hatten meine Eltern in der Garage Kerzen aufgestellt und murmelten seltsames Zeug vor sich her? Ich kam etwas näher und hörte einige Wörter heraus. Es schien um Gott zu gehen.
Beteten Sie etwa in der Garage? Was zum Teufel? Ich wollte mich in Ihren religiösen Mist nicht einmischen und hatte sowieso ein ungutes Gefühl, weshalb ich mich ins Wohnzimmer zu Mike und Janine zurückzog. Als sie fragten, wo meine Eltern seien, sagte ich, sie würden an einem Projekt in der Garage arbeiten. Mir war es peinlich zuzugeben, dass meine Eltern vielleicht religiöse Spinner waren. Am späten Mittag saßen Janine, Mike und ich mit gepackten Taschen in unserer Einfahrt. Mein Vater kam einfach nicht, und die beiden drängten mich, ihm einfach mal Bescheid zu sagen, dass es langsam spät wurde. Ich konnte mich aber einfach nicht durchringen, in die Garage zu gehen und sie bei, was auch immer sie da machten, zu stören. Als es 14 Uhr war, wollte ich mich dennoch gerade auf den Weg machen, als ein seltsamer alter Schulbus in unsere Siedlung fuhr. Es waren nicht nur Ferien, sondern auch Samstag, also verstand ich nicht, wie so ein Schulbus seine Runde drehte. Dazu kam der Fakt, dass hier auch zu Schulzeiten kein Bus fuhr. Alle Eltern fuhren ihre Kinder selbst zur Schule, wahrscheinlich, um mit ihren teuren Autos anzugeben. Noch verwirrter war ich, als der Schulbus direkt vor unserer Einfahrt hielt. Es war einer dieser typischen, langen gelben Busse. Der Bus hatte einige Rostflecken, ein Design, das mich glauben ließ, er sei aus den 80er Jahren und keine Beschriftung vorne über der Windschutzscheibe. Am Steuer saß eine dicke, ältere Frau. Sie trug die typischen Klamotten einer Campaufseherin. Braune Schuhe, weiße Kniestrümpfe und blaue Shorts, welche bis über den Bauchnabel reichten. In die Shorts hatte sie eine weiße Bluse gestopft. Das Outfit wurde mit einem schwarzen, kunstvoll gebundenem Halstuch abgerundet. Ihre Augen waren starr auf uns gerichtet. Sie schien nicht einmal zu blinzeln. Dann betätigte sie einen langen, altmodischen Hebel und öffnete die Tür. »Steigt ein, Kinder, wir fahren zum Camp Schwarzer Fluss«, sagte sie mit einer Stimme, die mir irgendwie eine Gänsehaut bereitete. Obwohl dies absolut Sinn machte, brauchten wir einige Sekunden, um uns in Bewegung zu setzen. Mein Vater hatte wohl gar nicht vorgehabt, uns zu fahren. Er wusste wohl von dem Bus, der die Camper abholte, und hatte sich deshalb nicht blicken lassen. Trotzdem war es kein gutes Gefühl, in den alten Bus einzusteigen. Kaum waren wir drin, schloss die dicke Dame die Türen und fuhr los. Instinktiv setzten wir uns ganz nach hinten. Sofort fiel uns auf, dass wir die einzigen Jugendlichen oder Kinder waren, die auf dem Weg zum Camp waren. Niemand saß in diesem verfluchten Bus, außer uns. Das tat sein Übriges zur Steigerung unserer Anspannung. »Vermutlich sind wir einfach die Ersten, die abgeholt werden«, sagte Mike. Janine und ich nickten. Keiner von uns war so ganz überzeugt davon. Die alte Dame fuhr in einem rasanten Tempo durch die verschiedenen Siedlungen und hielt erst wieder nach einer Stunde. Wir drei atmeten etwas auf, als ein Junge einstieg, der etwas jünger war als wir und ziemlich grimmig aussah. Er schien genauso wenig Lust auf das Camp zu haben wie wir. Er warf uns einen genervten Blick zu und setzte sich dann nach vorne, so weit weg von uns wie möglich. Es kam mir so vor, als saßen wir auf den Plätzen, die er selbst gerne besetzt hätte. Wenn die anderen Camper auch so drauf wären wie er, würden das echt ätzende Wochen werden. Da ich aber nun wusste, dass wir nicht die Einzigen waren, war ich etwas relaxter und spielte ein wenig mit meinem Handy herum. Sofort fiel mir auf, dass ich eine Push-Up-Nachricht von meiner E-Mail-App hatte. Ich konnte nur sehen, dass sie von einem gewissen
Eddie Steve stammte und mit »Sehr geehrter Mr. Toby Jordan« begann. Das war sicher eine Scam-Mail, aber ich war neugierig und öffnete sie. Dort las ich Folgendes. »Sehr geehrter Mr. Toby Jordan, wie wir sehen, haben Sie sich für das Camp Schwarzer Fluss interessiert. Wir von Team Peace Incorporated raten dringend von einem Besuch dieses Camps ab, da bisher nicht festgestellt werden konnte, wem die Betreiber loyal gegenüber sind. Wir setzen unsere Investigation, möglicherweise mit externen Mitarbeitern, fort und benachrichtigen Sie, sobald wir mehr wissen. Passen Sie bis dahin auf sich auf. Zum Schutz wird eine Team Peace-Mitgliedschaft empfohlen. Benutzen Sie dafür das Formular im Anhang. Mit freundlichen Grüßen, Eddie Steve, Senior Vice President of Team Management, Team Peace Incorporated.« Was sollte denn dieser Schwachsinn? Ich hatte schon mal von dieser Firma gehört, dachte aber, sie kümmern sich in Sinners Creek nur ums Abwasser. Woher wussten die, dass ich dieses Camp gegoogelt hatte? Spionierten die mich etwa aus? Und wozu? Doch dann fiel mir die wichtigere Frage ein. Warum fanden sie es nötig, mich vor dem Camp zu warnen? Wussten sie etwas darüber, was wir nicht wussten? Fast hätte ich auf den Anhang geklickt, um mir das Formular anzusehen, doch dann erinnerte ich mich daran, dass wir unseren Freunden aus der Gilde erzählt hatten, dass wir in dieses Camp gehen würden. Wahrscheinlich wollte sich einer von ihnen einen Spaß machen und uns verschaukeln. Im Anhang war sicher ein dummes Bild oder so. Da ich jedoch die Möglichkeit nicht ausschließen konnte, dass es ein Virus beinhaltete, ließ ich den Anhang ungeöffnet. Dann hielten wir wieder und ich blickte auf. Umso mehr Kinder mitkamen, umso sicherer fühlte ich mich irgendwie. Anscheinend sind wir Menschen eben doch Herdentiere, auch wenn ich eigentlich der typische Einzelgänger war. Umso mehr wir waren, umso sicherer fühlten wir uns in einer potenziell bedrohlichen Situation. Als ich die beiden Mädchen sah, die einstiegen, war ich jedoch nicht mehr so zuversichtlich. Die beiden waren offensichtlich Zwillinge und ungefähr 10 Jahre alt. Sie waren blond, hatten ihr Haar zu jeweils 2 Zöpfen geflochten und trugen ein identisches weißes Kleidchen. Als sie den Gang mit den Sitzen betraten, hielten sie sich an der Hand. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie den gleichen irren Blick wie die seltsame Busfahrerin hatten. Die beiden setzten sich auf den vordersten Platz, fast direkt neben die dicke Dame. Seltsam war auch, dass sie kein Gepäck dabei hatten. Mike, Janine und ich schauten uns an. Selbst der grimmige Junge, der vorhin eingestiegen war, warf uns einen besorgten Blick zu. Dann schien er jedoch seinen Mut wiederzufinden und rief den Mädchen etwas zu. »Wollt ihr wochenlang mit denselben Unterhosen rumlaufen? Ist ja eklig!« rief er aus und lachte lauthals. »Halt den Mund, Dennis!« riefen die beiden Mädchen gleichzeitig. Dennis tat tatsächlich, was sie verlangten. Er sah überrascht, fast schockiert aus. Es kam mir so vor, als ob ihm nicht ganz klar war, woher die beiden seinen Namen kannten. Die dicke Busfahrerin steigerte nun wieder das Tempo und raste durch die Siedlungen und Landstraßen, die mir nicht bekannt waren. Meiner Meinung nach hätten wir schon längst im Camp ankommen müssen, da es angeblich ja in Sinners Creek lag. Es gab viele Geschichten und Gerüchte über meine Stadt, in der regelmäßig wundersame und unerklärliche Dinge passierten. Angeblich war sie größer, als man zunächst dachte, und wenn man gewisse Wege kannte, konnte man an ziemlich seltsame Orte gelangen. Ich tat dies als Quatsch ab
und redete mir ein, dass dies alles wieder mit meiner Angst vor anderen Menschen zu tun hatte. Anders als ich schienen die Zwillingsmädchen gute Laune zu haben. Sie hatten angefangen zu singen. Ich schätze, es war so ein Camplied und es hörte sich verdammt gruselig an. Die beiden sangen in perfektem Einklang. Jedes einzelne Wort des Liedes sprachen sie exakt gleichzeitig aus, so, dass es sich fast so anhörte, als sprächen sie mit einer einzigen Stimme. Ich versuchte nicht hinzuhören, da mir ihr Gesang Unbehagen bereitete, doch die letzte Zeile des Liedes blieb mir in Erinnerung. Sie lautete wie folgt: Die Kinder steigen in den Bus und dann folgen bald alle dem schwarzen Fluss. Damals wusste ich nicht, was genau das bedeutete, doch jetzt schon. Ich schätze, dass es ungefähr 2 Stunden später war, als wir endlich anhielten. Die Busfahrerin öffnete, ohne ein Wort zu sagen, die Tür, und die Zwillinge stiegen aus. Da wir uns in einem Waldgebiet befanden, nahm ich an, dass wir dem Camp sehr nah waren und der Rest des Weges wohl zu Fuß bewältigt werden musste. Auch dieser Dennis und wir packten unsere Sachen und stiegen aus. Dabei starrte uns die irre Busfahrerin die ganze Zeit über mit ihrem psychopathischen Blick an. Als wir ausgestiegen waren, reihten wir uns vor der Türe des Busses auf und warteten darauf, dass die Dame auch ausstieg oder uns sagte, dass wir gleich abgeholt werden würden. Doch dem war nicht so. Mit einem Lächeln auf den Lippen schloss sie die Türen und fuhr einfach weg. Die beiden Mädchen hoben die Hand und winkten ihr. Zuerst sagte keiner von uns etwas. Wir nahmen an, dass wohl gleich jemand kam, der uns zum Camp führen würde. Wir standen auf einem Waldweg, der auf beiden Seiten von dicht stehenden Bäumen umgeben war. Weder in der Richtung, aus der wir gekommen waren, noch in der anderen war ein Camp zu sehen. Es musste also noch ein relativ langer Fußmarsch anstehen. Wieso sorgten sie nicht dafür, dass die Kinder pünktlich abgeholt werden, verdammt nochmal? Kurz darauf setzten sich die Mädchen in Bewegung und marschierten weiter den Waldweg entlang. »Hey, was macht ihr da? Alleine im Wald zu spazieren ist nicht gerade die hellste Idee. Aber ganz helle seid ihr ja sowieso nicht, oder?« rief Dennis grinsend. »Wir folgen dem schwarzen Fluss. Wir gehen zum Camp«, sagten sie wieder mit einer Stimme. »Ich sehe zwar keinen Fluss, dem man folgen kann, aber die haben recht. Seht euch mal den Stand der Sonne an. Ich will hier nicht im Dunkeln rumstehen«, sagte ich. Meine Freunde und selbst dieser Dennis stimmten zu. Außerdem schienen die Mädchen schon mal im Camp gewesen zu sein, wenn sie Lieder darüber kannten. Sie wussten wohl, wie das hier ablief. Schon kurz darauf war klar, dass ich recht gehabt hatte. Die Sonne war langsam dabei unterzugehen und es wurde immer dunkler. Wenn wir nicht bald im Camp ankommen würden, würden wir in der Schwärze der Nacht durch den Wald wandern müssen. Darauf hatte keiner von uns Lust, außer vielleicht diese seltsamen Zwillinge. Dennis meinte nach einiger Zeit, dass dies vielleicht eine Art Mutprobe oder Initiationsritus für Neulinge wäre. Falls dem so war, war das eine Frechheit. Was war, wenn sich eines der Kinder im Dunkeln im Wald verlief? Soweit ich sehen konnte, waren die Wälder hier unendlich groß. Es konnte Wochen dauern, bis man hier ein vermisstes Kind wiederfinden würde. Während wir also den Weg entlang wanderten, von dem wir hofften, dass er uns zum Camp Schwarzer Fluss führen würde, stellten wir uns vor. Dennis war zwar vielleicht genauso ein Einzelgänger wie ich, doch ich nehme an,
Auch er fühlte sich besser, nachdem er so etwas wie Freundschaft mit uns geschlossen hatte. »Und wie heißt ihr beiden? Gesangstalente da vorne?« fragte er die Mädchen, die voranging. »Eva, Daria«, antworteten sie zeitgleich, wobei sie uns immer noch den Rücken zugekehrt hatten. »Euch gibt's wohl nur im Doppelpack, was?« fragte Dennis scherzhaft. »Pst, seid mal leise. Ich glaube, da ist etwas«, sagte ich. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ein Rascheln und das Knacken von Zweigen gehört hatte. Im Wald um uns herum war es bereits richtig dunkel, da die dichten Baumkronen das sowieso schon spärliche Licht nicht mehr durchließen. Obwohl man kaum etwas erkennen konnte, starrten wir alle angestrengt zwischen die Bäume und Büsche. Dabei blieben wir nicht stehen, denn die beiden Mädchen taten es auch nicht. Falls sie wirklich wussten, wo das Camp lag, durften wir sie nicht verlieren. Ich konzentrierte mich, kniff die Augen zusammen. Dann zuckte ich kurz zusammen, als ich glaubte, wirklich etwas gesehen zu haben. »Was ist?« fragte Janine ängstlich. Da war etwas, etwas Dunkles, Schwarzes, vielleicht eine Figur. Vielleicht war es auch nur die allumfassende Dunkelheit des Waldes selbst, die ich gesehen hatte. »Ich hab geglaubt, etwas im Wald gesehen zu haben. Hab mich wohl geirrt«, gab ich zu. »Nein, ich glaub, da ist echt was«, sagte Dennis. Auch Mike und Janine sahen es. Da war etwas. Es sah aus wie eine schwarze Figur, die sich leicht im Wind bewegte. Es hatte keine Gliedmaßen, nur ein schwarzes Gespenst, schwer auszumachen, inmitten der Dunkelheit. Dann fiel mir mein Albtraum von letzter Nacht wieder ein. War das eines der Dinger, die ich gesehen hatte? Dann war es plötzlich verschwunden. Meine Augen konnten es nicht mehr ausmachen. Vielleicht war es von Anfang an nur Einbildung gewesen. Wie sollte man auch etwas Tiefschwarzes in absoluter Schwärze erkennen? Doch dann glaubte ich, es erneut zu sehen, weiter vorne, dann auf der anderen Seite des Weges. Falls mich meine Augen nicht täuschten, gab es viele von ihnen. Sie waren überall. Wir alle, außer die Zwillinge, die immer noch vorausgingen, rückten näher zusammen. Ich erschrak ein wenig, als mich Janines nackter Oberarm an meinem berührte. Ich hatte nie irgendwelche romantischen Gefühle ihr gegenüber, obwohl sie das einzige Mädchen war, zu dem ich irgendwie Kontakt hatte. Trotzdem war es seltsam und unangenehm, ihre Haut auf meiner zu spüren. Also zog ich beim Gehen meine Jacke an. So war es deutlich einfacher zu ertragen. Und ich konnte mich wieder auf das eigentliche Problem konzentrieren. Lediglich die Zwillingsmädchen gingen voran, ohne ein Zeichen der Angst. Entweder bemerkten sie das, was auch immer um uns herum geschah, nicht, oder sie empfanden es nicht als Bedrohung. Obwohl ich glaubte, dass es immer mehr schwarze Figuren wurden, redete ich mir ein, dass ich einfach nur die Dunkelheit sah. Ich wusste nicht, dass ich auf eine gewisse Art und Weise damit recht hatte. Kurz darauf änderte sich etwas. Wir alle hörten es. Das leise Rauschen eines Flusses. Dieses Camp hieß Camp Schwarzer Fluss, also ging ich davon aus, dass es in der Nähe eines Flusses lag. Wir kamen unserem Ziel, also vermutlich näher. Etwa eine halbe Stunde später, als die Sonne vollständig untergegangen war, sahen wir ein großes Tor aus Holz, über welchem »Willkommen« im Camp Schwarzer Fluss stand. Als die Zwillinge und kurz darauf auch wir das Tor erreichten, öffneten sich die massiven Holztüren. Dahinter stand eine ganze Reihe von Campaufsehern. Alle trugen sie das gleiche Outfit wie die seltsame dicke Busfahrerin. Oh, wie ich wünschte,
dass dies die einzige Gemeinsamkeit mit ihr gewesen wäre. Sie alle, Männer wie Frauen, starrten uns mit diesem wahnsinnigen Blick an, den auch sie aufgesetzt hatte. Keiner von ihnen schien zu blinzeln, und sie alle hatten ein äußerst breites Lächeln auf den Lippen. Die Zwillinge schienen sich darüber zu freuen. »Willkommen im Camp Schwarzer Fluss. Ich bin sicher, wir werden gemeinsam viel Spaß haben, Abenteuer erleben und dem Schwarzen Fluss folgen«, sagte ein aufgeregter junger Betreuer. »Schiebt euch euren Fluss doch sonst wohin«, rief Dennis und lachte. »Halt dein verfluchtes Schandmaul, du Bengel«, ächzte eine ältere Frau mit weißem Haar. Verdammt, die machten hier wirklich keine halben Sachen. Dennis war total erschrocken. Er war zwar nicht gerade ein Sonnenschein, aber er war immer noch ein Kind. Eines, das unter ihrer Obhut stand und das sie gerade willentlich und wissentlich durch einen dunklen Wald haben spazieren lassen. Wir drei hatten bis dahin eigentlich vorgehabt, uns über diese Behandlung zu beschweren. Doch als wir gesehen haben, wie die alte Lady aus ihrer Haut fuhr, haben wir beschlossen, es zu lassen. Was dann geschah, war auf eine unbehagliche Weise noch beängstigender als der Wutausbruch der Betreuerin. Alle der Campaufseher standen still in einer Reihe. Dann öffneten sie die Münder und begannen das Lied zu singen, welches schon die Zwillinge im Bus gesungen hatten. Während ihrer Darbietung blinzelten sie immer noch nicht und sahen aus wie absolute Psychopathen. Der Gesang, der trotz des seltsamen Textes recht lieblich klang, passte überhaupt nicht zu dem Bild, das sie abgaben. Wieder konnte ich mich irgendwie nicht auf den Text konzentrieren, doch es ging um den Schwarzen Fluss, um Gott oder einen Gott und darum, dem Fluss in ein Abenteuer zu folgen. Als sie fertig waren, starrten sie uns mit einem unnatürlich breiten Grinsen an, bis Janine anfing zu applaudieren. Mike, die Zwillinge und ich stimmten mit ein. Nur Dennis nicht. Er hatte sich von dem Schock erholt und zeigte den Betreuern beide Mittelfinger. Irgendwie mochte ich ihn. Dann führten uns die Betreuer zu unseren Bungalows. Wir dachten, um ehrlich zu sein, dass Mädchen und Jungen getrennt schlafen würden, aber solch eine Regel gab es hier nicht, so dass Janine sich mit uns ein Bungalow teilen würde, was ziemlich cool war. So konnten wir drei, bis spät in die Nacht, über WoW und die neue Erweiterung des Spiels diskutieren, die angekündigt wurde. Obwohl wir den halben Tag unterwegs waren, wurde uns weder etwas zu trinken, noch ein Abendessen angeboten. Die Betreuer knallten die Türe hinter uns zu, und das war es. Wenn sie jetzt erwarteten, dass unser Bungalow schäbig und verdreckt aussah und vor Spinnweben wimmelte, muss ich sie enttäuschen. Es war sicher kein Luxus, aber ich denke, das beste Wort, es zu beschreiben, ist normal. Nicht gut, nicht schlecht. Ziemlich das, was man von so einem Sommercamp-Bungalow erwartet. Der größte Luxus war, dass wir unser eigenes, kleines Bad hatten. Obwohl wir alle hungrig waren, waren wir vom langen Fußmarsch auch ziemlich erschöpft. So zog sich jeder von uns kurz um und legte sich in sein Bett. Der Bungalow war eigentlich für 8 Personen eingerichtet, so dass jeder von uns ein Doppelstockbett für sich alleine hatte, was ziemlich cool war. Eigentlich hatte ich vor, ein paar Gildenthemen zu besprechen, doch als ich so dalag und an die Decke starrte, döste ich einfach ein. Es muss ungefähr 2 Stunden später gewesen sein, als mich Mikes Stimme weckte. »Was war das?« hatte er gerufen. Meine müden Augen brauchten kurz, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann sah ich, dass nicht nur er, sondern auch Janine sich im Bett aufgesetzt hatten. Ich wollte schon fragen, was der Blödsinn sollte,
Da hörte ich es auch. Geräusche. Sie kamen von außen. War das etwa Gesang? Es klang so, jedoch nicht wie eine Art von Gesang, die mir bekannt vorkam. Ich erkannte die Sprache nicht, und die Melodie war auch seltsam. Wir standen auf und versammelten uns an der großen Fensterfront. Direkt vor unserem Bungalow war es dunkel, doch weiter hinten im Camp hatte jemand definitiv ein großes Feuer gemacht. Es war mitten in der Nacht. Was zur Hölle trieben die da? Dann zuckten wir alle plötzlich zusammen. Hatte da jemand geschrien? Möglich. Mike schob eine kleine Kommode vor die Türe und ich zog die Vorhänge zu, während Janine das Licht anmachte. Wir alle waren fast erwachsen, doch wir wussten, dass ohne Licht heute keiner von uns mehr schlafen würde. Obwohl die Türe gesichert und das Licht an war, dauerte es lange, bis ich wieder Schlaf fand. Schließlich hörte ich die ganze Zeit den seltsamen Gesang im Hintergrund. Mike war wieder derjenige, der mich weckte. Diesmal wachte ich auf, weil er die Kommode zur Seite schob. Janine hatte dies bereits mit den Vorhängen gemacht. Die Geräusche, die nun von draußen kamen, waren zwar Schreie, doch es waren die Schreie spielender Kinder. Wir alle atmeten auf und machten uns auf den Weg zum großen Speisesaal. Bei Tageslicht sah hier zwar alles irgendwie altmodisch aus, doch die gruselige Atmosphäre von gestern Abend war verschwunden. Vielleicht würden wir uns hier tatsächlich wohlfühlen, dachte ich mir, als wir uns in die Essensreihe stellten. Die Reihe war lang und es würde sicher einige Minuten dauern, bis wir dran waren. Hinter uns wurde die Schlange immer länger. »Die Neuen kommen ans Ende der Reihe«, krächzte eine Stimme. »Wie bitte?«, fragte Janine. »Die neuen Kinder kommen als letztes dran. Na los«, kreischte die ältere Betreuerin von gestern. »Wo waren wir hier? Im Gefängnis?« Da wir aber keinen Ärger anfangen wollten und sowieso alle drei introvertiert waren, sagten wir nichts und begaben uns ganz ans Ende der Schlange, wo uns die beiden seltsamen Zwillingsmädchen angrinsten. Sie hatten natürlich schon gewusst, wie das hier lief. Um sicher zu gehen, dass wir ihr auch wirklich gehorchten, war die Betreuerin uns gefolgt. Als ich mich umsah, fiel mir auf, dass die Zwillinge und wir alleine am Ende der Schlange standen. »Wo ist Dennis? Schläft er noch? Vielleicht sollte ihn jemand wecken gehen«, fragte ich. »Ich kenne keinen Dennis«, meckerte die Betreuerin. »Was? Sie waren doch auch dabei, als er gestern mit uns ankam«, entgegnete Janine. »Gestern seid nur ihr drei und die lieben Zwillinge angekommen, sonst niemand. Ein Dennis steht nicht auf der Liste. Jetzt hört auf zu quatschen und holt euch euer Essen.« Dann ließ sie uns allein. Keiner von uns wusste, was er dazu sagen sollte. In mir kam die Idee auf, die Zwillinge zu fragen, ob sie sich nicht an den grimmigen Jungen erinnerten. Doch mir war schon klar, was sie antworten würden. Es war irgendwie seltsam, dass gerade der Junge fehlte, der sich gestern so negativ über den schwarzen Fluss geäußert hatte. Die einzige logische Erklärung, die ich hatte, war, dass es gestern noch einen Streit mit Dennis gab. Dieser seine Eltern angerufen hat, die ihn daraufhin abgeholt haben, und dass jetzt die Sache totgeschwiegen wurde, um kein Aufsehen zu erregen. »Ihr solltet echt auf die Betreuer hören. Stellt nicht so viele Fragen«, riet uns ein Junge, der vor den Zwillingen in der Schlange stand. Ich fragte ihn, was er wusste, doch er deutete mit seinen Augen auf die beiden Mädchen, die heute dieselben Kleider trugen wie gestern, als wir durch den Wald spazierten. Man konnte ihn nicht trauen, so viel war klar. Der Junge war ungefähr so alt wie Dennis und stellte sich uns als Ken vor,
nachdem er sich zu uns an einen Tisch gesetzt hatte. Wir saßen etwas abseits von allen anderen, damit wir in Ruhe mit ihm reden konnten. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit 2 Tagen hier war und erlebt hatte, wie streng die Betreuer waren, wenn man sich nicht an ihre Regeln hielt. Er sagte auch, dass Dennis nicht das erste Kind sei, das verschwunden war. Er hoffte darauf, dass man die Kinder nur nach Hause geschickt hatte, war sich aber nicht wirklich sicher. Obwohl ich bisher keinen handfesten Beweis dafür hatte, war ich mir sicher, dass mit diesem Sommercamp etwas nicht stimmte. Das Frühstück an sich war in Ordnung. Komisch war, dass es ein klassisches, britisches Frühstück mit gebackenen Bohnen und Co. war. Doch wirklich beschweren konnte man sich nicht. Nur der Speck schmeckte ein wenig komisch. Als wir fertig waren, betrat die Betreuerin von vorhin eine kleine Bühne im Speisesaal und bat um Aufmerksamkeit. Liebe Kinder, wie ihr alle wisst, geht es im Camp Schwarzer Fluss um eines: Spaß. Und heute haben wir für euch am Vormittag eine ganz besonders spaßige Aktion geplant. Wir bitten euch, nach dem Essen nicht in eure Behausung zurückzukehren, sondern uns am Hauptplatz zu treffen. Dort haben wir schon alles aufgebaut und warten darauf, dass der Spaß endlich losgeht. Nun, wahrscheinlich war es etwas Albernes, doch jede Art von Sommercamp-Normalität war uns jetzt recht. Vielleicht würden wir ja Steine anmalen oder so ein Blödsinn. Da es jedoch besser war, als im Wald von dunklen Gestalten beobachtet zu werden, beschwerten wir 3 uns nicht und folgten gemeinsam mit Ken den anderen Kindern. Was wir dann am Hauptplatz erleben sollten, war jedoch alles andere als spaßig. Es gab 2 kurze Pfosten aus Holz, die anscheinend extra für dieses Ereignis in die Wiese gehämmert wurden. Zwischen den beiden Pfosten kniete ein Junge mit freiem Oberkörper. Seine beiden Arme waren jeweils an einen der beiden Pfosten gebunden, so dass er sich nicht bewegen konnte. Was war das für eine kranke Freakshow? Der Junge weinte und bettelte um Hilfe, doch keines der Kinder, die sich erneut in einer Reihe aufstellten, reagierte darauf. Er verstummte, als die ältere Betreuerin auf den Platz kam. »Liebe Kinder, wir im Camp Schwarzer Fluss sind dringend darauf angewiesen, dass ihr alle euch an gewisse Regeln haltet. Jannis hier ist leider ein verzogenes Missstück von einem Gör und dazu noch ein ekelhafter Wilder. Seine Eltern sollten sich schämen, ihm das Leben geschenkt zu haben. Was war es, was du getan hast, Jannis?« fragte die Betreuerin, die nun neben ihm stand. Der Junge schluchzte nur. Daraufhin trat ihm die alte Dame zwischen die Beine. »Was war es, was du getan hast, Jannis?« fragte sie erneut. Ich konnte nicht fassen, dass einige der Kinder hier tatsächlich lächelten. »Ich habe in den Fluss gepinkelt. Es tut mir so leid, aber ich musste so dringend, als wir im Wald die Schnitzeljagd gemacht haben.« »Der Fluss ist heilig. Du hast ihn besudelt. Es ist an der Zeit, dass du deine Bestrafung erhältst.« »Wir müssen ihm helfen«, flüsterte ich den anderen zu. »Auf keinen Fall, sonst werden sie das Gleiche mit uns machen. Glaubt mir«, entgegnete Ken. »Aber aus etwas Negativem machen wir hier im Camp Schwarzer Fluss etwas Positives, liebe Kinder. Anstatt, dass wir Betreuer allein das Vergnügen haben, Jannis zu bestrafen, dürft ihr alle mitmachen. Jeder hat 3 Peitschenhiebe frei. Und die, die besonders hart zuschlagen, dürfen nochmal.« Die Kinder brachen in lauten Jubel aus. Das konnten sie doch nicht ernst meinen, oder?
Der erste Junge, der an der Reihe war, agierte sehr hektisch. Es kam einem so vor, als wäre er voller Aufregung und Vorfreude. Obwohl seine Hiebe dadurch etwas ineffektiver waren, schrie Jannes auf, und es waren deutliche, rote Striemen auf seinem Rücken sichtbar. Die Kinder, die nun nacheinander drankamen, lieferten einen besseren Job ab. Als die ersten Blutstropfen Jannes Rücken hinunterliefen, lächelte die Betreuerin. Ich hatte mich damit abgefunden, dass wir ihm nicht helfen konnten. Schließlich waren wir hier, von einem Haufen Irren umgeben. Aber Ken konnte doch nicht von mir verlangen, dass ich den armen Jungen selbst auspeitschen würde. Als Ken dran war und seine Peitschenhiebe ausführte, merkte ich nicht, dass er sich zurückhielt. Ich schloss daraus, dass die Betreuer darauf achteten, dass sich auch wirklich jeder anstrengte. Jannes Rücken war inzwischen blutüberströmt und größtenteils offen. Die Haut hatte sich durch das Auspeitschen an so vielen Stellen abgelöst, dass man seine Rückenmuskulatur sehen konnte. Als kurz nach Ken nun Janine dran war, gab sie sich alle Mühe, Jannes nicht noch weiter zu verletzen. Sie weinte, als sie ihren Hieb ausführte, der nicht weniger als ein Klaps war. Ihre Taktik funktionierte jedoch nicht. Sie wurde von den Betreuern angewiesen, mindestens dreimal so fest zuzuschlagen, dass das Blut vom Rücken spritzte. Sonst müsste sie so lange weitermachen, bis Jannes in Ohnmacht fiel. Unter Tränen schlug sie dreimal kräftig zu und gab dann die Peitsche an Mike weiter. Da realisierte ich erst richtig, dass ich gleich selbst an der Reihe sein würde. Mike hatte aus Janines Fehler gelernt, schlug dreimal kräftig, aber schnell zu, gab mir die Peitsche und verschwand in unserem Bungalow. Ich musste es tun. Ich durfte nicht zögern, keine Schwäche zeigen. Ich sah, wie Jannes blutüberströmt an den beiden Pfosten hing und jämmerlich nach seiner Mama schluchzte. Als ich das erste Mal kräftig zuschlug, schrie er auf. Das Lächeln der Betreuerin wurde breiter. Ich war von mir selbst erschrocken. Hinter mir stand niemand mehr in der Reihe. Also wäre Jannes Tortur danach wohl beendet. Noch zwei Hiebe. Er schrie erneut, als ich ihn traf. Das Blut spritzte. Was hatte sie vorhin gesagt? Wer kräftig zuschlug, durfte nochmal? Bisher war das keinem gelungen. Vielleicht... Ich versetzte Jannes meinen dritten Hieb, der so laut knallte, dass er fast den Schrei des gefolterten Jungen übertönte. Das Lächeln der Betreuerin war nun so breit, dass man ihre Zähne sehen konnte. Die Peitsche in der Hand fühlte sich gut an. Es hatte sich noch besser angefühlt, diese Macht über Jannes auszuüben. Wie er schrie, wenn ich zuschlug. Sein Wohlbefinden lag in meinen Händen. Ich... Zurück im Bungalow schmiss ich mich genau wie Mike und Janine in mein Bett und weinte mir die Augen aus. Keiner von uns kam damit klar, was er getan hatte. Ich wusste, wie falsch es war, dass einem Teil von mir diese Folter gefallen hat. Nie wieder wollte ich so etwas fühlen oder so herzlos handeln. Zumindest nahm ich mir das vor. Als ich so dalag, fragte ich mich auch, wie die Betreuer die Verletzungen von Jannes wohl seinen Eltern erklären würden. Die würden doch sicher alle Hebel in Bewegung setzen, um dieses Camp in Grund und Boden zu klagen, wenn rauskam, was sie hier abgezogen haben. Könnt ihr eure Eltern erreichen? Ich habe es jetzt ein Dutzend Mal versucht, kriege aber keine Verbindung, obwohl ich immerhin einen Balken habe, sagte Janine und riss mich damit aus meinen Gedanken. Weder Mike noch ich konnten unsere Eltern, die Polizei oder sonst jemanden erreichen. Auch wir hatten zumindest ein klein wenig Empfang, was uns wunderte. Eigentlich hätten unsere Anrufe zumindest rausgehen müssen,
auch wenn die Qualität der Verbindung dann schlecht gewesen wäre. Doch es tat sich überhaupt nichts. Fürs Erste waren wir hier gefangen. Keiner von uns war erpicht darauf. Doch gegen Abend bekamen wir wieder Hunger und machten uns auf den Weg zum Speisesaal. Wir wollten sowieso rauskriegen, was zur Hölle hier eigentlich vor sich ging, und nochmal mit Ken sprechen. Als wir am Hauptplatz vorbeikamen, sahen wir, dass sie Yannis zumindest losgebunden hatten. Wo sie ihn hingeschafft hatten, wussten wir zwar nicht, hofften aber, dass sich jemand um seine Wunden kümmerte. Beim Abendessen bestand Ken darauf, dass er nicht mehr wusste, als er uns bereits gesagt hatte. Da er auch nicht allzu lange hier war, glaubten wir ihm. Das Essen an sich verlief ereignislos. Es gab Hackbraten mit Kartoffelbrei, Gemüse und Soße. Nicht schlecht und irgendwie sogar besser als der Fraß, den man in einem solchen Camp erwartete. »Hallo, liebe Kinder!« Als ich diese furchtbare Stimme hörte, spuckte ich fast die Limonade wieder aus, die ich gerade trank. Jedes Mal, wenn ich diese Frau sah oder hörte, bekam ich ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. »Wir hatten heute Mittag schon eine Menge Spaß, doch im Camp Schwarzer Fluss sagen wir immer, der Spaß hört erst auf, wenn wir ins Bett fallen. Nachdem wir uns ja schon ordentlich körperlich betätigt haben, wollen wir nun ein wenig basteln«, sagte die Frau, deren Namen ich entweder nicht kannte oder ihn vergessen hatte. Ich war zwar kein Freund von Bastelarbeiten, aber alles war besser, als Kinder zu foltern. »Man könnte es aber auch als Handwerksprojekt beschreiben. Wir treffen uns wieder am Hauptplatz und bauen gemeinsam etwas Schönes aus Holz. Vergesst nicht, eure Teller leer zu machen, bevor ihr vom Tisch aufsteht. Das ist eine Regel. Und ihr wollt doch sicher keine davon brechen, oder?« In mir baute sich, neben starken Angstgefühlen gegenüber dieser furchtbaren Frau, auch ein immenser Hass auf. Sie war böse. Sie hatte Macht über uns und sie genoss es in vollen Zügen. Auf dem Weg zum Hauptplatz fragte ich mich, was das hier eigentlich sollte. Die Erklärung, dass die Leute hier einfach Verrückte waren, die Kinder folterten, war mir zu einfach. Es hatte irgendetwas mit dem Fluss in der Nähe zu tun. Sie nannten ihn den Schwarzen Fluss. Davon hatten ja im Bus schon die Zwillinge gesungen. Der Fluss oder etwas darin schien ihnen heilig zu sein. Sie verehrten ihn, beteten ihn an. Vielleicht war das ganze Camp ein seltsamer Kult. Falls dem so war, waren sie mit Sicherheit noch gefährlicher, als ich bisher angenommen hatte. Unsere Bastelstunde war natürlich auch nicht das, wofür wir sie gehalten haben. Ja, wir haben mit Holz gearbeitet, aber das, was wir daraus gemacht haben, hat mich den ganzen Abend zittern lassen. Es waren große Kreuze, so wie die, an denen man einst Jesus von Nazareth gekreuzigt hatte. Ich schluckte, als ich daran dachte, was sie wohl damit vorhatten. Später, als wir wieder in unserem Bungalow waren und es verbarrikadiert hatten, gestand uns Mike etwas, was ihm ziemlich peinlich war. Eigentlich hatte er es uns gar nicht erst zeigen wollen, doch jetzt dachte er, dass es keine schlechte Idee war. Sein Vater hatte ihm Skatkarten, Memory und Monopoly eingepackt. Er war der Meinung, dass dies gute Spiele für ein Sommerlager seien, sagte Mike. Meiner Meinung nach waren wir seinem Vater zu Dank verpflichtet. Da auch das Internet hier nicht funktionierte, hatten wir nichts zu tun, außer den ganzen Abend an die Decke zu starren. Also packten wir die Spiele aus, setzten uns mit Decken in die Mitte des Hauptraumes und spielten, als wären wir 8 Jahre alt und es wäre 1999. Und zum Teufel, es fühlte sich gut an, ganz ohne PC
ohne PlayStation oder Xbox. Und wir hatten Spaß. Das half uns, von den dunklen Gedanken wegzukommen, die man hier unweigerlich bekam. Am nächsten Morgen räumten wir wieder unsere Barrikaden vor der Tür weg und machten uns auf den Weg zum Speisesaal. Es war noch ein wenig frisch, doch die Sonne schien bereits und es sah so aus, als würde es ein wundervoller Sommertag werden. Einige andere Kinder liefen ebenfalls zum Speisesaal, doch alles war ruhig. Dann sahen wir die beiden Zwillinge, die auf dem Hauptplatz standen. Sie trugen immer noch ihre unheimlichen Kleider. Einfach so standen sie da, hielten sich an den Händen, lächelten und starrten auf irgendetwas. Als ich sah, auf was sie starrten, wurde mir augenblicklich übel. Eines der Kreuze, welches wir gestern Abend gebaut hatten, war aufgestellt worden. Jannis wurde daran genagelt. Es sah genauso aus, wie man es aus diesen biblischen Filmen kannte. Jeweils ein riesiger Nagel wurde ihm durch die Handfläche geschlagen, ein weiterer durch beide, übereinander liegende Füße. Da die Nägel ihn nicht am Kreuz halten würden, hatten sie ihn mit einem Seil um die Brust daran festgebunden. Es saß so eng, dass es sich in seine Haut schnitt. Der Anblick an sich war jedoch nicht das Schlimmste. Der Gestank und die Fliegen, die auf ihm landeten, waren schlimmer. Es stank nach Tod. Sein offener Rücken, gepeinigt durch die Peitschenhiebe, war offenbar nicht behandelt worden, denn dies war der Ort, an dem die Fliegen sich niederließen, um zu fressen und ihre Eier zu legen. Janine und ich konnten uns irgendwie beherrschen, doch Mike übergab sich. Erneut probierten wir, mit unseren Handys jemanden zu erreichen, blieben jedoch erfolglos. Was uns nun bevorstand, war vielleicht unsere schwierigste Prüfung bisher. Noch schwieriger, als den armen Jannis auszupeitschen. Wie ich bereits gesagt habe, gab es hier Regeln. Und wenn man diese Regeln verletzte, endete man wie Jannis. Eine dieser Regeln lautete, wie vorhin schon erwähnt, immer sein Essen aufzuessen. Von Ken wussten wir, dass es auch nicht erlaubt war, eine Mahlzeit zu überspringen. Wir wussten also, dass uns nun nichts anderes übrig blieb, als ein üppiges Frühstück vollständig aufzuessen, nachdem wir den widerwärtigsten Anblick unseres Lebens verdauen mussten. Die gebackenen Bohnen in Tomatensoße sahen aus wie sich windende Maden in Jannis gepeinigtem Fleisch. Mehrmals kam mir etwas Kotze hoch, als ich versuchte, ein Stück Würstchen oder Ei herunterzuschlucken. Doch ich schaffte es immer wieder, alles in mir zu behalten. Wieder sprach die ältere Betreuerin zu uns, und wieder bekam ich davon eine Gänsehaut. Heute hätten wir Freizeit, da keine Aktivitäten anstanden, aber morgen gäbe es Gesangsstunden und abends ein großes Lagerfeuer mit Stockbrot. Wenn man das so hörte, kam es einem fast so vor, als wäre man in einem stinknormalen Sommerlager. Der halbtote Junge, der draußen an ein Kreuz genagelt war, weil er in einen Fluss gepinkelt hat, sagte jedoch was anderes aus. Auf dem Weg zurück zum Bungalow sahen wir, dass ein paar männliche Betreuer das Kreuz aus der Erde hieften und es samt Jannis in den Wald trugen. Sicher würden sie den armen Kerl dort zum Sterben zurücklassen. Zurück im Bungalow hatte keiner von uns Zeit, die Türe zu verbarrikadieren. Es war auch nicht möglich, das Badezimmer nacheinander zu benutzen. Wir alle mussten so dringend kotzen wie noch nie zuvor. Janine bekam das Waschbecken, ich die Toilette und Mike die Dusche. Mein verkrampfter Magen hatte sich danach noch nie so leer und elend angefühlt, nicht mal nach dem schlimmsten Magen-Darm-Virus. Jeder von uns legte sich danach ins Bett. Wir waren gebrochen. Keiner von uns sah einen Ausweg aus dieser Hölle.
außer vielleicht einfach wegzulaufen. Dies war zumindest Mikes Vorschlag. Janine warf ein, dass wir ja versuchen konnten, Jannes zu befreien und ihn mitzunehmen. Mike war strikt dagegen. Wir sollten froh sein, wenn wir mit unserem eigenen Leben davon kamen, sagte er. Seiner Meinung nach sollten wir einfach hierbleiben, uns an die Regeln halten und hoffen, dass uns nichts passierte. Janine stimmte ihm zu. Wahrscheinlich hatte er recht, doch mir gefiel das irgendwie nicht. Es fühlte sich falsch an. So sollten wir nicht denken. Wir müssen von hier verschwinden. Und nur ein Feigling würde den armen Jannes im Wald dem Tode überlassen, sagte ich. Wieso redest du plötzlich so geschwollen, Tobi? Und seit wann bist du so mutig? Fragte Janine zurecht. Ich gebe zu, wir sind nur drei Nerds, die kaum Freunde haben und das Haus nur verlassen, wenn sie es unbedingt müssen. Doch wenn wir WoW spielen, sind wir auch anders. Janine, du bist ein mächtiger Orkkrieger vom Volk der Mag'har. Mike, du bist eine Blutelfenmagierin und der beste Schadensausteiler unserer Gilde. Ich bin ein weiser Mönch der Pandaren. Wieso halten wir uns im echten Leben nicht an die gleichen Werte wie im Spiel? Ehre und Mut sollten uns leiten. Wenn ich also heute Nacht losziehe, um einen unschuldigen Jungen vor dunklen Mächten zu retten, werdet ihr mich begleiten? Ich glaube, wir könnten es schaffen. Und ich glaube, dass du sie nicht mehr alle hast, konterte Janine. Trotzdem stimmten die beiden mir nach einer Weile zu. Wir fanden Ken in seinem Bungalow und er stimmte ebenfalls zu, mitzukommen, obwohl er ziemlich blass aussah. Wir trafen uns nach Sonnenuntergang hinter einem Lebensmittellager am Hauptplatz. Um kein Aufsehen zu erregen, hatten wir außer unseren Handys nichts mitgenommen. Würden wir hier mit unseren Taschen herumspazieren, würde uns sicher jemand auf die Schliche kommen. Bevor wir losgingen, unternahm ich einen letzten Versuch, meine Eltern zu erreichen, indem ich ihnen eine SMS schrieb. In dieser stand nur, dass es hier im Camp gefährlich ist und dass sie mich bitte abholen sollen. Jedenfalls gingen wir in die Richtung los, in der die Betreuer mit dem Kreuz im Wald verschwunden waren. Es gab einen schmalen Trampelpfad, der mitten durch das Dickicht des dunklen Waldes führte. Wir beleuchteten diesen mit den Taschenlampen unserer Telefone, was ziemlich gut funktionierte. Obwohl wir uns sicher waren, dass keiner der Betreuer uns vom Camp aus gefolgt war, trauten wir uns nicht, nach Jannes zu rufen. Dieser Wald hatte etwas an sich. Eine Aura. Eine dunkle Aura. So als gäbe es hier eine unendlich böse Präsenz. Janine, die vorausging, fand etwas getrocknetes Blut an den Blättern eines Busches am Wegesrand. Wir waren also auf dem richtigen Weg. »Seht ihr sie auch?« fragte Ken. »Ja, wir sahen sie. Man musste lange hinsehen, aber sie waren da, weit hinten im Wald, und nur wenige von ihnen. Es waren die seltsamen, schwebenden schwarzen Gespenster, die wir schon auf unserer Anreise gesehen hatten. Ich fragte mich, ob diese seltsamen Wesen auch von uns Notiz genommen hatten, und falls ja, beobachteten sie uns? Was würden sie tun, wenn wir versuchen würden, den Jungen vom Kreuz zu befreien? Was war überhaupt ihr Ziel? »Da ist das Kreuz«, rief Janine aufgeregt. Tatsächlich, da war es. Das große Holzkreuz war an einen Baum gelehnt. Was wir hier sahen, war jedoch auf so viele Arten schlimmer als das, was wir erwartet hatten. Jannes Hände und Füße waren immer noch ans Kreuz genagelt. Doch das war alles, was noch von ihm übrig war. Der Rest, seine Arme, seine Beine, sein Körper war abgerissen worden. Oder vielleicht abgeknabbert? Ja, das konnten Bissspuren sein. Am Boden vor dem Kreuz lagen Reste, Blut, Gewebe, Teile von Muskeln und Sehnen und Gedärme. »Lauft,
Wir müssen hier weg. Lauft verdammt nochmal!« rief ich und rannte los. Meine Freunde folgten mir. Es gab nichts, was wir noch für Jannis tun konnten. Es war nicht einfach, aber ich hoffte, die Richtung einzuschlagen, die uns wieder auf die Straße führen würde, von der aus wir mit dem Bus gekommen waren. Plötzlich musste ich stoppen, denn vor mir sah ich zwei Gestalten. Als ich mit dem Handy darauf leuchtete, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Die beiden Zwillingsmädchen standen einfach so, mitten im Wald, völlig im Dunkeln. »Was macht ihr hier? Haut lieber ab! Da sind irgendwelche dunklen Figuren hier im Wald«, warnte Kenzie. »Das sind seine Diener, genau wie wir. Wir folgen dem schwarzen Fluss«, sagten sie, wieder wie aus einem Munde. Dann fiel mir auf, dass ihre Kleider nicht mehr ganz so sauber waren. Sie waren mit Blut befleckt, genau wie ihre Münder. Sie hatten doch nicht etwa... Nur ganz kurz sah ich noch was anderes. Etwas ungefähr 10 Meter hinter den Mädchen. Es war groß, zu groß. Die Gestalt war ungefähr menschlich, mit 2 Armen und 2 Beinen. Doch der Kopf war zu massiv und breit. Ich hatte das Gefühl, dass ich verrückt werden würde, wenn ich es weiter anstarrte. Also drehte ich mich um und lief. Diesmal nicht auf einem Weg oder Trampelpfad, sondern mitten durch den Wald. Ich wusste, dass es ungefähr die Richtung war, die uns irgendwann zur Straße bringen würde. Also war es mir egal, ob mir ständig Äste ins Gesicht peitschten. Die anderen folgten mir immer noch. Sie handelten aus Instinkt. Wie eine Vogelschar, die panisch davonflatterte, sobald einer von ihnen nur die Andeutung von Panik machte. Wir rannten und rannten, und irgendwann fanden wir tatsächlich den breiteren Weg, auf dem wir ins Camp gekommen waren. Doch es brachte uns nichts. Weiter vorne sahen wir sie. Die schwebenden dunklen Figuren, die von den Zwillingen als seine Diener bezeichnet wurden. Es waren so viele von ihnen, und sie schwebten langsam auf uns zu. Ich wollte gar nicht wissen, wem sie dienten, hatte aber so das Gefühl, dass es das große Wesen hinter den Zwillingen war. Uns blieb nichts anderes übrig, als zurück zum Camp zu laufen und uns wieder in unserem Bungalow einzuschließen. Ken verabschiedete sich und ging zu seinem Bungalow. Bevor wir schlafen gingen, sagte keiner mehr was. Wir saßen hier fest, das war uns klar, und das deprimierte uns. Am nächsten Morgen wachte ich auf, weil mein Handy vibrierte. Es war eine SMS von meinen Eltern. Aufgeregt wischte ich über mein Handy, um die Nachricht zu lesen. Was darin stand, werde ich Ihnen gleich erzählen. Bitte gedulden Sie sich noch etwas. Mike und Janine sagte ich aus gutem Grund nicht, was darin stand, als wir uns wuschen und zum Speisesaal marschierten. Wir warteten ein paar Minuten draußen, trafen Ken aber nicht. Innen, in der Schlange, standen wir wieder hinter den Zwillingen, die so taten, als wäre gestern Nacht nichts passiert. Auch hier war Ken nicht zu sehen, genauso wenig wie später am Tisch. Es gab natürlich die Möglichkeit, dass er nach dieser wilden Nacht verschlafen hatte, aber ich musste ganz sicher sein. Als die ältere Betreuerin an mir vorbeilief, um erneut eine Ankündigung zu machen, ergriff ich meine Chance. »Ma'am, bitte entschuldigen Sie. Ich hoffe, ich breche keine Regel, wenn ich Sie kurz störe«, begann ich. »Oh, aber in den Regeln steht doch ausdrücklich geschrieben, dass man sich jederzeit an einen Betreuer wenden soll, mein lieber Junge. Was kann ich denn für dich tun?« fragte die Dame und blinzelte dabei nicht ein einziges Mal. Also wir haben uns mit diesem Jungen, Ken, angefreundet, aber er ist nicht zum Frühstück erschienen. Wissen Sie, wo er ist?« Etwas zuckte kurz in ihren Augen, kaum wahrnehmbar, aber es war da. »Im ganzen Camp gibt es keinen Ken, mein Junge. Ihr drei wart hier immer alleine.
und seid es immer noch. Ken existiert nicht«, sagte sie und ging weiter zu dem kleinen Podium. Wir waren alle geschockt. Es war klar, was das bedeutete. Sie hatten sich Ken geschnappt. In ihrer Ankündigung sagte sie, dass im Laufe des Tages neue Kinder im Camp ankommen würden und dass wir sie herzlich begrüßen sollten. Am Abend stünde dann, natürlich, das bereits angekündigte große Lagerfeuer an. Nach dem Essen schlichen wir uns zu dem Bungalow, in dem Ken bis gestern gelebt hatte. Die anderen Kinder waren da, aber er war nirgends zu sehen. Nicht mal sein Rucksack war noch da. Da wir ihn nicht trauten, fragten wir seine Zimmergenossen nicht, ob sie wussten, wo er war. Es hat auch keinen Sinn. Wenn Ken nicht hier war, die Betreuerin so tat, als ob sie ihn nicht kannte, und er auch nicht öffentlich bestraft wurde, gab es nur eine Möglichkeit. Sie haben ihn diesem Ding im Wald geopfert. Ken sollten wir nie wiedersehen. Während wir bei den Aktivitäten des Tages mitmachten, sahen wir, wie sich ein paar der Betreuer am Eingang des Camps sammelten. 7 neue Kinder kamen an, waren zwar etwas verwirrt, freuten sich jedoch über das Ständchen der Betreuer. Sie hatten das Glück, dass sie nicht im Dunkeln angekommen sind, dachte ich mir. Wir starrten sie an, als sie an uns vorbei zu ihren Bungalows geführt wurden. Die Armen, sie wussten nicht, was sie hier noch erwartete. Um 20 Uhr, als es langsam dunkler wurde, versammelten wir uns alle um das große Lagerfeuer. Jeder konnte sich einen Stock aus einer Kiste nehmen und ihn mit etwas Teig vollpacken, um sich ein Stockbrot zu grillen. Mike, Janine und ich setzten uns nah ans Feuer und versuchten, uns nichts anmerken zu lassen. Die Geschichten, die die Betreuer erzählten, waren ziemlich seltsam. Es ging immer um Engel und darum, dass sie auf die Erde kamen. »Wir alle müssen dafür beten, dass sie kommen, denn die Menschen sind schlecht. Die Menschen müssen bestraft werden«, fand die ältere Betreuerin, die hier wohl das Sagen hatte. Eines der Kinder, die heute angekommen waren, ein Junge, setzte sich in unsere Nähe. Ohne den Blick vom Feuer zu nehmen, begann er ein Gespräch. Er stellte sich als Albert vor und sagte, er habe unsere Blicke bemerkt. Die anderen Kinder, die mit ihm gekommen waren, wären alle seltsam. Doch er fand, dass hier was nicht stimmte. Da wir nicht wussten, ob wir Albert trauen konnten, sagten wir ihm nur, dass uns das auch aufgefallen sei und man hier aufpassen musste, keine Regel zu brechen. Er schien froh darüber zu sein, endlich mal normale Menschen getroffen zu haben. »Lillian, würdest du bitte noch etwas Holz aus dem Wald holen gehen? Betreuer Malachi zeigt dir, wo du lang musst«, bat die Betreuerin. Das war seltsam. Das Feuer brannte gut und es gab reichlich Holz. Lillian schien jedoch zu wissen, dass man hier keine Regel brechen durfte und folgte Betreuer Malachi. Die Geschichten über die Engel wurden fortgeführt. Diesmal ging es darum, dass der schwarze Fluss zu einem Ort führte, der einen ganz besonderen Engel beherbergte. Gerade als sie uns von diesem Engel erzählen wollte, ertönte ein ohrenbetäubender Schrei aus dem Wald. Es war der Schrei eines Mädchens. Ohne jeden Zweifel war es Lillian. »Was war das?«, fragte ein anderes Mädchen. »Nichts. Lillian holt Feuerholz. Sie folgt dem schwarzen Fluss«, antwortete die Betreuerin. Keiner wagte es, darauf etwas zu antworten. Am nächsten Tag erklärten wir Albert beim Frühstück die Regeln. Er war fast so alt wie wir und sah recht muskulös aus. Ich war mir sicher, dass er irgendeine Sportart betreiben musste, vielleicht sogar Kampfsport. Anstatt lustigen Freizeitaktivitäten gab es heute diverse Arbeiten zu erledigen. Manche Kinder wurden zum Kartoffelschälen beordert, manche mussten Kreuze bauen
und wieder andere mussten putzen. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass manche der Betreuer mit Gewehren rumliefen. Sie beaufsichtigten die Kinderarbeiter wie Sklaventreiber. Und vielleicht waren wir nun genau das, Sklaven. Diesen Abend gab es am Lagerfeuer kein Stockbrot mehr. Da auch das Abendessen ohne Erklärung ausgefallen war, knurrte uns allen der Magen. Trotzdem traute sich niemand, nach einem Snack zu fragen. Nach einiger Zeit begann die alte Dame wieder, ihre seltsamen Geschichten zu erzählen. »Und es war Lord Belial, der als erster auferstand. Seine Anbeter nannten sich das Inferno und waren ihm treu ergeben. Sie trotzten den bösen Machenschaften des Autors Aidan Goodman und brachten ihren Lord auf diese Erde. Wir müssen uns alle ein Beispiel an dem Inferno nehmen. Sie haben ihrem Meister gut gedient und auch nach vielen Jahren nicht aufgegeben. Und das werden wir auch nicht. Wir werden unserem Meister dienen. Und dann werden wir den einen wiederfinden.« Ich hatte keine Ahnung, wovon sie da sprach. Ein paar Dinge kamen mir jedoch bekannt vor. Ich hatte mal eine Netflix-Doku über einen Autor namens Goodman gesehen, der sich mit einem satanischen Kult angelegt hat. Ob das dieses Inferno war, wusste ich aber nicht mehr. Das erinnerte mich an die guten alten Zeiten, als ich noch zu Hause war, WoW spielen und Serien schauen konnte. Jetzt war ich hier, in diesem Lager der Hölle gefangen und wusste nicht, ob ich hier jemals wieder wegkommen würde. »Albert, Nina und Jonas, würdet ihr bitte Feuerholz holen gehen?« Ich schluckte. Wir hatten uns gerade erst mit Albert angefreundet. Aus Reflex packte ich ihn am Arm, als er aufstand. Die Augen der Betreuerin wurden ganz groß und hatten mich im Visier. »Keine Sorge, ich mach das schon«, sagte er und verschwand. Danach verhielt ich mich still, um die Aufmerksamkeit der Betreuerin nicht noch einmal zu erregen. Konnte es sein, dass Albert recht hatte? Er war größer und stärker als alle anderen hier. Vielleicht hatte er eine Chance gegen das, was auch immer ihn im Wald erwarten würde. Als wenige Minuten später die ersten Schreie ertönten, war ich mir sicher, dass dem nicht so war. Albert und die anderen beiden Kinder würden nicht mehr zurückkommen. »Jetzt geht ins Bett, Kinder. Ihr müsst gut ausgeruht sein. Morgen haben wir viel Arbeit für euch. Wir folgen dem schwarzen Fluss.« Alle standen gleichzeitig auf und gingen in Richtung der Bungalows. Es war einige Zeit später, als ich einen Traum hatte, der meiner Meinung nach für diese ganze Sache sehr wichtig ist. Ich weiß jedoch nicht, ob es eine Woche oder einen Monat später war. Damals hatte ich das Zeitgefühl verloren. Im Traum muss ich an einem See oder am Meer gewesen sein, denn ich schwamm im Wasser. Irgendwann tauchte ich ab, und als ich wieder auftauchte, war ich nicht mehr da, wo ich am Anfang des Traumes war. Ich war in einem langen Gang, der aussah, als gehöre er zu einer mittelalterlichen Burg. Hier war es feucht und kalt, und es lag eine unheimliche Vibration in der Luft. Egal, ob ich nach vorne oder hinten blickte, in beide Richtungen schien der Gang unendlich lang zu sein. Also ging ich weiter und suchte nach etwas. Zuerst dachte ich, mein Traum-Ich würde nach einem Ausgang suchen, doch dem war nicht so. Ich suchte etwas anderes oder nach jemand anderem. Dann fing ich an, Türen zu meiner Rechten zu öffnen. Die meisten Räume dahinter waren leer, doch manche von ihnen waren voll mit Dingen. In einem fand ich einen abgetrennten Arm, in einem anderen riesige Hautfetzen eines Menschen und in einem dritten die Sauerstoffflasche eines Tauchers. Das ergab für mich alles keinen Sinn, doch ich machte weiter. Schließlich kam ich an einer Tür an, vor der ich stehen blieb.
Ich berührte den Türknauf und spürte, dass sie stärker vibrierte als alles andere hier. Was immer hier drin war, ich musste es sehen. Also öffnete ich die Tür und trat hinein. Sofort wünschte ich mir, ich hätte es nicht getan. Überall standen bemalte Leinwände. Das, was darauf zu sehen war, war so falsch und abscheulich, dass ich meinen Blick abwenden musste. Es war ein finsteres Meer und ein Strand. Dort wohnten Wesen, die nicht von Gott geschaffen wurden. Falsche, dunkle Wesen. Auf einem einfachen Stuhl saß der Maler, der fleißig seine Arbeit fortsetzte. Dieses Mal malte er einen Fluss. »Setz dich, Junge«, sagte der Maler. Ich tat, was er verlangte, und nahm auf dem Boden Platz. »Ist das der schwarze Fluss?«, fragte ich. »Nennen Sie ihn so? Den schwarzen Fluss?« »Nun, ich schätze, das ist er.« Der Maler drehte sich um und lächelte. Er trug keine Klamotten, und seine Haut war vollkommen verbrannt. An den meisten Stellen war sie schwarz verkohlt, nur an manchen war sie noch etwas rot und rosa zu sehen. Ich fragte mich, wer ihm das angetan hatte. »Wieso halten die uns gefangen? Was kann ich tun? Was sind diese dunklen Kreaturen im Wald?« fragte ich und begann zu weinen. »Immer mit der Ruhe, Junge. Ich habe keine Ahnung, wovon du da überhaupt sprichst. Ich bin kein allwissendes Orakel, falls du das annimmst. Ich weiß, dass die Leute, von denen du sprichst, dem schwarzen Fluss folgen. Und das ist auch gleichzeitig ihr Problem, denn sie wissen nicht, in welches Meer er mündet. Es ist ein finsteres, musst du wissen.« »Und was soll ich jetzt tun? Ich will nicht sterben.« »Wenn ich das wüsste, mein Junge. Doch ich bin nur ein Maler. Eines kann ich dir aber sagen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, glaub mir. Es gibt Wege, die deine Seele verändern. Pass also auf, welchen Weg du einschlagen wirst, denn vielleicht kannst du nicht mehr zurück.« Das verstand ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt tue ich es. Doch es ist zu spät. Wie er sagte, ich kann nicht mehr zurück. So ist es mir ergangen. Ich war besessen von diesem finsteren Meer, konnte nicht aufhören, es zu malen. Das hat unschuldigen Menschen das Leben gekostet und schließlich auch mein eigenes. So wie ich verstorben bin, verbringe ich nun die Ewigkeit. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Wenn das stimmte, hatte er einen sehr schmerzhaften Tod erleben müssen. »Halt dich einfach vom Rauschen des Flusses fern, Junge.« Dann wachte ich auf. Ich lag in meinem Bett in einer Pfütze aus meinem eigenen Schweiß, Urin und Kotze. Er stank furchtbar, doch Janine und Mike schienen das nicht zu bemerken. Sie waren noch wach und starrten beide die Decke an. Ihr Geist war gebrochen, genauso wie meiner. Als es hell wurde, machten wir uns auf den Weg. Das kommt Ihnen vielleicht dumm vor, doch auch nach all dieser Zeit hielten wir uns noch immer an die Regeln und Abläufe. Nur weil wir dies so strikt taten, waren wir so lange am Leben geblieben. Alle anderen Kinder hier waren nach uns angekommen. Als wir hinaustraten, sah ich mir das Camp genau an. Die letzten Tage hatte ich wie in einer Trance verbracht. Ich hatte gar nicht mitbekommen, wie es hier inzwischen aussah. Überall standen brennende Mülltonnen. Bungalows waren mit Kot, Blut und Meer beschmiert. Hier und da war ein großes Holzkreuz an ein Bungalow gelehnt und ein Kind aus dem Lager war daran genagelt. Auf dem matschigen Boden fand man Zähne, Knochen und Fingernägel, die wohl beim Todeskampf abgebrochen waren. Etwas weiter vorne ragte sogar ein blutiger Arm aus dem Matsch. Ich wusste nicht, ob er abgerissen worden war oder ob sich darunter, in der Erde,
noch der Rest des Körpers verbarg. Jedenfalls waren wir inzwischen so abgestumpft, dass es uns nicht interessierte. Es war eben so. Dies war jetzt unser Leben. Ändern konnten wir es nicht. Oh, wie ich zu diesem Zeitpunkt meine Eltern hasste. Sie hatten uns schließlich hierhin geschickt. Ohne sie wäre das nicht passiert. Verflucht sollen sie sein, mit ihrem Gemecker darüber, dass ich nie rausging und keine Freunde hatte. Der Rest des Tages verlief wie alle anderen auch. Ab und zu gab es Essen, falls es nicht ausfiel. Dazwischen harte Sklavenarbeit und abends gab es Geschichten über den Schwarzen Fluss und die Engel am Lagerfeuer. Bis zu dem Abend, an dem es soweit war. Keine Ahnung, wie viele Wochen wir inzwischen dort waren. »Toby, Mike, Janine, würdet ihr bitte Feuerholz holen gehen?« So seltsam es für sie auch klingt, diese Worte haben uns aus unserer Trance gerissen, denn wir wussten alle, was sie bedeuteten. Neben der Betreuerin positionierten sich nun zwei Männer mit Gewehren. Langsam standen wir auf und ließen uns in den Wald führen. »Was ist, wenn wir einfach schnell ein paar Stöcke aufsammeln und dann wieder zum Lagerfeuer zurückgehen?« fragte Janine hoffnungsvoll. Mike lachte spöttisch. Ich antwortete ihr. »Dann erschießen sie uns oder hängen uns an ein Kreuz. Du weißt, wieso sie uns in den Wald geschickt haben, Janine.« Jetzt fing sie an zu schluchzen. »Ich möchte aber nicht sterben.« Sie tat mir in diesem Moment einfach so leid. Ich schätze, das hat etwas in mir geweckt, was vorher lange geschlummert hat. Vielleicht konnte man es Kampfgeist nennen. »Okay, verrückte Idee. Ich weiß, ihr seid am Ende. Aber hört mich an. Lasst es uns noch einmal versuchen. Wir rennen zurück auf die Straße. Alles oder nichts«, sagte ich. »Was? Aber diese Gespenster werden uns auflauern«, entgegnete Janine. »Na und? Wir rennen trotzdem weiter. Ich bin mir sicher, dass es nicht die Gespenster sind, sondern das große Wesen, das wir bei den Zwillingen gesehen haben. Das frisst die Kinder. Vielleicht, um sich zu stärken oder so. Und dieses Ding ist hier. Wenn wir hier wegrennen, vorbei an den Gespenstern oder von mir aus mittendurch, dann könnten wir es schaffen. Was sagt ihr? Wollt ihr nicht auch nach Hause?« Schließlich stimmten Mike und Janine zu. Also liefen wir, ich wieder ganz vorne. Wir rannten und rannten und sahen schnell die schwarzen Gespenster, die uns hinterher schwebten. Sie wollten die Beute ihres Herrn nicht entkommen lassen. Alles, was wir tun konnten, war schneller zu laufen. Und es funktionierte. Die Gespenster wurden zwar immer mehr, doch sie waren einfach nicht so schnell wie wir. Fast keimte ein klein wenig Hoffnung in mir auf. Wie gesagt, fast. Ein furchtbares Brüllen ertönte dicht hinter uns. Als ich kurz nach hinten blickte, sah ich das riesige Monstrum, welches hinter uns her war. Es war schwärzer als die Nacht, über 2 Meter groß und hatte ein riesiges, vor Schleim triefendes Maul. Als ich daran dachte, dass mein Leben darin enden könnte, beschleunigte ich noch etwas. Vor uns gab es eine kleine Böschung zu erklimmen, aber ich glaubte, dass ich es mit meinem Tempo schaffen könnte. Wenn ich oben war, konnte ich Mike und Janine helfen, die nicht ganz so schnell waren wie ich. Ich gab mein Bestes und schaffte es tatsächlich hochzukommen. Vor mir stand nun die ältere Betreuerin. Ich erschrak zuerst, doch dann sah ich, dass sie keine Waffe bei sich hatte. Janine und Mike versuchten währenddessen, die Böschung hochzuklettern, schafften es allein jedoch nicht. Beide klammerten sich nun an eine Wurzel direkt hinter mir und versuchten, sich daran hochzuziehen. »Du kannst nicht weglaufen, weißt du? Er hat dich gesehen und wird dich verfolgen, auch bis zu dir nach Hause. Dein Schicksal ist besiegelt. Obwohl, ich hab gesehen, dass du es in dir hast, als du Janis zum 4. Mal ausgepeitscht hast.
Vielleicht gibt es einen Weg für dich. Jetzt sitze ich am Schreibtisch, habe die Füße hochgelegt und beende meine Aufnahme. Mir geht es gut. Wie das, fragen Sie sich. Nun, ich musste zwei Dinge tun. Zuerst musste ich dem Ding aus dem Wald ein Opfer bringen. Sicher finden Sie mich jetzt nicht mehr so sympathisch. Doch es ging um mein Leben, verdammt. Sie hätten das Gleiche getan. Ich trat immer wieder auf Mike und Janines Hände, so lange, bis sie losließen und die Böschung wieder herunterrutschten. Was dann folgte, können Sie sich vorstellen. Das Zweite war, dass ich Betreuer im Camp Schwarzer Fluss werden musste. Und das habe ich getan. Ich höre auf das, was Betty, so heißt die alte Betreuerin, mir sagt, schicke Kinder in den Wald und mein Leben ist sicher. Deshalb nehme ich auch das hier auf, weil ich alle warnen will. Seit ich hier offiziell arbeite, habe ich viel erfahren. Es wird noch schlimmer. Und ich spreche nicht von dem Ding im Wald, das irgendwie mit dem Schwarzen Fluss zu tun hat. Sie haben mir verraten, warum Sie das hier wirklich tun. Er wird zurückkommen. Ach ja, Sie wollten ja noch wissen, was in der SMS stand, die mir meine Eltern auf meinen Notruf hingeschickt haben. Es waren nur 5 Worte. Dort stand: Wir folgen dem Schwarzen Fluss. Hey Horrorfans, gefällt euch mein selbstgeschriebenes Geschichtenuniversum? Wollt ihr mehr über den Schwarzen Fluss und Sinners Creek erfahren? Dann klickt hier und lasst ein Abo da. Alle Stories sind von mir selbst geschrieben und gesprochen, nur für euch.